Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Garnet TV, alles über Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und wir schauen uns heute mal gemeinsam den Showroom an, denn er ist endlich fertig nach über einem Jahr und alles und mehr nach dem Intro. Ja, bevor wir jetzt hier gleich in den Showroom, in den Ladenbereich reingehen, hier vorne begrüßen einen natürlich zwei schöne Aquarien hier mit wunderschönen Red Willy Garnelen, die hier sich tatsächlich auch vermehren und Perlenhöhenbärblinge. Und auf der anderen Seite, da haben wir auch ein schönes, das kennt ihr auch, das Aquarium, das haben wir mal gemeinsam eingerichtet mit, ja, bunter Mix an Fischen, an Amano-Garnelen, ein paar Red Bees sind da drin, auch Blue Dream und auch Posthornschnecken. Also so ein kleiner Mix tatsächlich, der hier ja, das Ganze so ein bisschen begrüßt, wenn man hier reinkommt. Aber schauen wir noch mal, was sich denn hinter der Tür verbirgt und was sich da alles getan hat. Und ich finde es immer wieder atemberaubend, wenn man die Tür aufmacht, diese Anlage zu sehen. Macht richtig, richtig Spaß und es begrüßen einen dann auch direkt immer so richtig schöne Tiere. Hier haben wir zum Beispiel Red Bees. Hier haben wir die schönen Black Bees, wenn ihr euch scharf stellen würdet. Meine absoluten Lieblinge derzeit sind hier die Super Crystal Black. Absolut klasse Tiere, ebenso die Super Crystal Red, die ja eher bekannt ist als jetzt die schwarze Variante. Dann haben wir halt hier unten dementsprechend auch noch weitere Red Bees, Snow Whites, Amano Garnelen kleine, Amano Garnelen große, Bloody Mary B gerade und A gerade, kann ich auch später noch mal was zu sagen. Ich mache noch mal ein extra Video zu der Kakaosanlage. Schauen wir uns jetzt aber erstmal auch wieder die andere Seite an. Die hat sich nämlich auch so ein bisschen was getan. Einige kennen das vielleicht noch von Fotos gerade aktuell oder sonst was. Das ist der Tresenbereich. Hier unten habe ich so einen schönen Sticker gemacht. Hier sind jetzt Futtersorten rein ja, sortiert. Alles, was wir den Garnelen hier selbst zu fressen geben, bieten wir auch selber bei uns denn dementsprechend an. Und hier haben wir nochmal das schöne 16 Liter Showbecken, was die von Nature Escape die Jungs eingerichtet haben im Dezember 2021. Auch schon eine Zeit lang her. Macht sich auch richtig, richtig klasse, wie ich finde. Und dann haben wir hier natürlich, ja, das andere Showbecken und eine schöne Scaper-Ecke habe ich da so gebaut aus alten Holzkisten. Finde ich richtig, richtig gelungen, sieht richtig, richtig klasse aus. Aber auch das Showbecken an sich hat sich richtig gut entwickelt. Es sieht eigentlich fast noch so aus wie am Tag 1 vom 1. Mai 2021. Da haben wir das ganze Ding hier eingerichtet. Ich finde es richtig, richtig klasse mit den Fischen. Jeder, der mal da war oder einige von euch kennen ja, die schon hier waren, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wissen, wie schön das Ganze aussieht. Ich finde es einfach Weltklasse, wie das da auch perfekt hinpasst. Und ja, hier habe ich so ein bisschen die Aquascaping-Ecke aufgebaut. Ich finde es sehr, sehr gelungen. Man hat ja eigentlich alles, was man so ein bisschen braucht, von CO2, Pflanzen bis zum Schneiden. Also alles vom Hardscape über Bodengrund findet man bei uns in dieser Ecke. Ich finde es richtig gelungen, ebenso auch dann hier wiederum der Tresenbereich. Ich finde, es sieht richtig, richtig schick aus im Zusammenhang mit der Verkaufsanlage, wo rein jetzt nur Garnelen drin sind in dem Teil, den da hinten, da kann ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Dann haben wir halt hier produktmäßig geht es halt einfach weiter mit Mineralien fürs Aquarium. Dann haben wir eine Filterabteilung, ne, alles Mögliche, was man zum Filtern braucht. Dann kühlen und dann dementsprechend ein paar Pflegeprodukte und ein paar Versteckmöglichkeiten. Ich finde ja auch immer die Kokosnussschalen immer echt klasse, sind auch sehr, sehr beliebt. Oder auch unsere schönen Steinchen, wo sich die Babygarnelen drin verstecken können. Ja, dann haben wir ja hier hinten sehr, sehr hell gerade. Ich hoffe, das passt sich gerade noch an. Jo, haben wir die andere Aquarienanlage bzw. meine Kelleranlage ist das ja. Dort ist gar nicht mal so viel Spektakuläres drin zu sehen. Die werden jetzt alle so ein bisschen umdekoriert. Hier haben wir tatsächlich gerade Fische drin, Black Mollies und so. Bin ich auch irgendwie ein riesen Fan von. Auf jeden Fall werden hier rein Schneckenaquarien gemacht. Hier haben wir gerade schönes Raubschneckenaquarium. Und hier sollen rein nur Schnecken gemacht werden. Das heißt, hier ja, werden die Aquarien alle nochmal neu aufgesetzt. Auch alle mit ein bisschen Sand. Finde ich mal ein bisschen schöner für Schnecken, weil gerne buddeln sie auch. Und es hat sich natürlich auch ein bisschen was getan, wie ihr aber auch wieder gesehen habt. Ich habe wieder ein bisschen umgebaut. Nämlich gibt es natürlich jetzt diesen Gang einerseits. Den gab es vorher ja nicht. Und ich habe hier
eine Tür eingebaut. Heißt, ich habe einen weiteren Raum geschaffen. Ich zeige euch das nochmal so ein bisschen vom weiter weg. So einen weiteren Raum geschaffen mit einer Glasfront, damit man auf jeden Fall auch reingucken kann und auch sehen kann, wie sieht es denn eigentlich hinter so einer Aquarienanlage aus. Und dann können wir ganz gerne auch mal reingehen. Und hier ist jetzt der Packbereich so aufgebaut. Na, hier werden die Bestellungen alle gepackt tagtäglich. Da oben hat man die immer auf dem Display, was man jetzt packen sollte. Dann macht man das Ganze hier auf dem Tisch, packt es zusammen. Da kommt das Paketlabel automatisiert raus. Und so sieht das Ganze auch von hinten der Aquarienanlage aus. Blauer Hintergrund, vorne schwarz tatsächlich. Und hier kann man das Ganze auch einfach mal sehen. Was ich ganz gerne tatsächlich auch mache, ist der Wasserwechsel von hier hinten. Einfach, da muss ich nicht rumlaufen und muss nicht die Klappen vorschieben. Zu den Klappen könnte ich auf jeden Fall noch mal was erzählen. Gehen wir noch mal hin. Die habe ich ja jetzt auch alle noch mal so, sag ich mal, anfertigen lassen. Und halb mit Schiebesystem das Ganze, mir gebaut, also selber gebaut. Sieht optisch auf jeden Fall richtig, richtig klasse aus, wie ich finde. Macht auf jeden Fall richtig, richtig was her. Tja, was sagst du zu dem Design vom Showroom? Er ist jetzt eigentlich so meiner Meinung nach, er ist fertig. Fehlt dir noch hier irgendwas? Hast du vielleicht noch irgendwas Spezielles, was wirklich dir fehlt, was man hier unbedingt noch machen sollte? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Und wir haben ja hier noch einen weiteren Raum. Und dahinter verbirgt sich das Studio und dann ist da ja auch noch dieses große, wer das kennt noch, das andere Video, ein großes Aquarium, ein sehr, sehr großes. Davon stehen jetzt zwei da drüben und eins ist jetzt auch schon befüllt. Aber das schauen wir uns das nächste Mal auf jeden Fall an. Wenn es heißt, schaust du gerne in TV, wirst du gerne in Schlau. Mein Name ist Lukas Müller. Ciao, bis dann.